Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danny Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das leuchtende Meer ein bisschen erkundet und diesen komischen Tempel durchsucht, obwohl er eigentlich nur so ein Atomtestbunker war oder irgendwie so was ähnliches. Boah, mein Hals. Juckt so wie blöde und ich fühle mich voll heiser gerade. Wie, aber boah, meine Güte. Egal, wir haben nur noch einen Ort, glaube ich. Mau. Warum bin ich da runtergefahren? Boah, soll ich den ganzen Weg wieder hochlaufen? Boah. Ja, okay. Falls euch dieser Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar lassen, um den Kanal irgendwie weiter zu helfen oder so. Und dann und dem Projekt irgendwie. Boah, meine Güte. Also nur kurz was. Ich habe gerade was getrunken, aber irgendwie hat halt nicht geholfen. Ich weiß nicht wieso. Tut mir wahnsinnig leid. Und hallo, du kriegst aufs Maul. Aua. Hier kann er packen. Warum nicht irgendwo gleich eine Nadel mitschneiden, damit ich mal kurz was kriegen kann. Jetzt fühlt sich jetzt irgendwie voll trocken an, obwohl ich gerade gezogen habe, macht gar keinen Sinn. Noch, jawohl. Ah, schön, immer mehr Orte hier im leuchtenden Meer. Ausgezeichnet. Wir sind ja noch ein bisschen drin. Gut. Muss schon sagen. Ja, ich schon wieder einen neuen Ort suchen muss. Ich muss für den nächsten Part aber wahrscheinlich einen neuen Ort suchen. Weil bald gehen wir die Orte hier aus und da ist eine Todeskralle. Die sieht mich doch nicht, ne? Die sieht mich. Wenn ich da in die Höhle reingehe. Höhle. Was? Hey. Ja, was machst du jetzt? Bist du fett hierfür, ne? Ah. Gucken wir mal. Hier ist die starke Wackelpuppe. Oder? Alter, woher wusstest du, dass ich hier bin? Das ist eine recht trockene Raststätte. Verpiss dich aus meiner Höhle. Warte so. Warte, die jetzt zusammen oder was? Nein, du hast Eddie die Todeskralle getötet. Das muss ich Olli nicht töten. Aber ich kommt hier rein, ne? Gerade ein Railway genommen, ne? Und ja, kommt hier rein. Ah. So. Ich wollte gar nicht angreifen, ich wollte abwehren, weil ich weiß immer, der nächste Folgeangriff, der wirkt irgendwie nie. Deswegen. Was? Okay. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Red Rocket. Und da sind noch zwei Orte. Boah, nee, mit der nie zu Ende. Ich glaube, hier waren wir aber schon mal drinnen, ne? Ich jetzt nicht hier. War, glaube ich, alles überschwemmt und so, ja. Warum war dann nicht hier offen? Oder warum ist das hier nicht geöffnet worden? Oder habe ich dann, als ich alles noch mal nachgeholt habe, nicht noch mal erkundet? Hier natürlich auch sein. Jetzt bin ich hier, ne? Geht schon nicht weiter. Boah, und das Meister, das so eine Herausforderung. Ja. Gott. Ich mich davon treffen lassen. Irgendwie witzig, wenn ich dadurch sterben würde. Oh. Wäre ich von dem Ding getroffen. Dun, dun.
weil ich kämpfe gegen Todeskrallen, gegen Red Skorpione, Supermutanten und so, und dann werde ich von so einer Lampe irgendwie erschlagen. Das ist so geil. Und da komme ich nicht hoch. Boah. Ich will ja noch ein UFO in diesem Let's Play finden. Aber ich sage, dass das Spiel ohne Aliens ist. Die sind doch irgendwie so Traditionen in den Spielen, glaube ich. Im dritten Teil und in New Vegas waren auf jeden Fall welche, glaube ich. Vor New Vegas waren die Eltern von Luke Skywalker als Skelette zu finden. Ich gar nicht gemerkt irgendwie. Da hat man einen Kühlschrank gefunden, wo ein Skelett drin war. Das soll eine Anspielung an Indiana Jones gewesen sein. Stimmt ja, der hat sich ja mal irgendwie so eine Explosion im Kühlschrank irgendwie versteckt und hat überlebt. Aber nicht in Fort New Vegas, da. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was das für ein Ort hier ist. Gekenterte Fabrik. Hi. Schubst mich hier nicht runter, du. Ups, so. 1A Aiming, ja. Irgendwo ist dein Bein dadurch angekommen, was ich natürlich geplant habe. Ich habe nur wie um mich geschossen, um seine Beine zu beschädigen. Bin zwar ein bisschen langweilig, die ganze Zeit immer mit dem Hammer hier durch die Gegend zu rennen, aber bei Ghule muss man halt immer machen. Du kannst nicht irgendwie von der Ferne angreifen, weil immer, weil ich 10 irgendwie direkt vor dir stehen. Du musst halt irgendwie auf Nahkampf gehen. Das wollte ich nicht mitnehmen. Aha. Ist ja immer noch. Na, warte. Er lebt noch. Kannst mir nicht entkommen, mein VTS ist stärker. Ich höre irgendwo was. Halt! Oh, das ist eine komische Position. Euch beide. Sie lieben sich halt. Hier finde ich aber meine Stärke mal kaputt. Diese Weltkampfmusik auf. Das heißt, wir sind sicher, oder? Ich bin schon wieder auf der Strahlung, ey. Oh, so viele Tresore in letzter Zeit. Au! Mich jetzt ein bisschen erschreckt. Wenn ich ein guter YouTuber wäre, hätte ich direkt so an die Decke gehen müssen. Aber nein. Ich bin ja kein guter YouTuber, deswegen kann ich mir so leisten. So, was hat hier schon? Nee, da muss ich hoch. Glaube ich. So. Richtig. Da komme ich von hier. Nee, sonst müssten ja ganz viele Leichen sein, ne? Sie müsste ja hier eine Spur der Zerstörung liegen, die ich hinterlassen habe. Was? Bin ich irgendwo reingegangen? Nee, ne? Ich bin durch eine Tür gegangen oder so, Ladebildschirm mäßig.
Ede. Ausgezeichnet. Ja. Wo war das andere Gebiet? Da, da ist ein Turm. Da müssen wir rein, weil wenn wir hoch genug sind, dann trifft uns die Strahlung nicht. Ach, hier bin ich reingegangen, ne? Gehen wir mal rein, um nachzugucken. Gehen wir noch mal den gleichen Weg, um zu gucken, ob wir den Weg gegangen sind. Gut. Langsam füllt sich das Gebiet hier. War noch so leer vorhin, ne? Also vorhin. Ich nehme das hier alles nur an einen Tag auf. Ganze leuchtende Meer hier. Wo ich jetzt schon wieder so zwei, drei Tage waren. Hallo. Da war eine legendäre. Wart. War mit einem Schlag weg. Warte mal hier. Office. Atlantikbüros. Da kannst du nicht so ein. Hi. Tschüss. Uff. Sag doch. Ich sag doch, das Gaussgewehr ist geil. Wusste es. Ich glaube, es war früher nicht so geil, weil ich da irgendwie zu wenig Schaden gemacht habe und ich habe nie aufgeladen. Aber jetzt ist es genauso stark, wie ich es in Erinnerung hatte im dritten Teil. Warte mal hier. Hey, wow. Ja, ich weiß noch nicht, welche Tour du meinst, aber öffnen wir sie mal. Stellen sowas passieren kann, ist das da irgendwelche Viecher noch warten, die Jahrzehnte überdauert haben. Müssen Ghoul überhaupt essen, um zu überleben? Anscheinend ja nicht, ne? Wir scheinen ja irgendwie zu überleben, alles. So, hier finde ich aber meine stärkere Wackelpuppe, ne? Hm. Hi, na? Verstecken. Was war das? Dumm, dumm. Guck, wie so blöd. Guck ich so blöd. Guck so blöd. Komm nicht so nah mit deinem Gesicht. Plus zwei Glück. Random. Nein. First Start. First Start. Das ist ja im Spiel, oder? Kanal so ein Piepsen gerade gehört, kommt von draußen wahrscheinlich, weil ich wohl dann Auto geklaut oder irgendwie so weit, was weiß ich. Im Ghetto, in dem ich lebe, kann so was passieren. Ich hatte nichts dagegen, die Stärke Wackelpuppe jetzt mal endlich zu finden. Vor allem dann würde ich auch mehr tragen können, weil eine Stärke habe ich Stärke eigentlich auf 9 oder auf 8. Wow, ich habe das schon so abgestimmt. Ich kann ja eigentlich jeden Wert schon auf 10 bringen außer Stärke. Ich kann eigentlich auch Stärke schon auf 10 bringen, aber dann, wenn ich die Wackelpuppe einsammle, dann habe ich eine Stärke von 11. Und ja, das möchte ich nicht. Nicht, wenn ich alle anderen Werte auf 10 maximal bringen kann. Oder das ist jetzt auch nicht mehr so offiziell, weil ich weiß nicht, irgendwie eine Perk oder so gibt mir schon plus 2 Wahrnehmung oder so dauerhaft. Und wenn die Werte auch ganz schön random irgendwie sein, kann man nicht perfekt auf 10 oder so bringen. Ich hätte erst alle Werte auf 10 bringen sollen und dann die Wackelpuppen einsammeln können, dann wäre ich von Natur aus ein bisschen stärker gewesen. Aber ich muss nicht doch stärker werden. Also der Grund, warum ich jetzt so viel Schaden bekomme,
Ich bekomme noch nicht mal Schaden. Der einzige Grund, warum ich so viel HP verliere, ist wegen der Strahlung. Boah. Was? Mich wieder hoch irgendwie? Hallo? Komm ich hier wieder raus? Was war irgendwie geil? Ja. Ja, hier war Gas. Und wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Das funktioniert doch nicht. Was? Also, was ist hier schon wieder? Hier schon wieder nichts, ey. Stopp. Halt. Ja, doch auf. Halt. Auf mich zu verprügeln. Ey, sag mal, wie bist denn du drauf? Was ist das? Das ist nicht. Oh. Alter, wie unhöflich das war. Zu mir hin und verprügelt mich, ey. Wir benutzen noch nicht mal die anständigen Kampfkunstformeln, ey. Er macht einfach nur so und schlägt mich. So. Wenn ich da oben hingehe, dann finde ich aber meine Wackelpuppe, ne? Wenn ich das hier öffne, dann finde ich meine Wackelpuppe, ne? Geschafft. Wäre echt angepisst, wenn ich die irgendwie verpasst hatte, ey. Hi, auf. Wegen Einfusionskern. Gott. Abgeschlossen. Nö. Warum? So, die Frage ist jetzt, ist hier noch irgendwie ein Ort, den ich erkundet habe, oder war es das hier? Ich gehe mal weiter. Ich gehe. Okay. Haben wir das leuchtende Meer doch schon sehr weit erkundet. Mit dem möchte ich mich anlegen. Wie gesagt, er hat mich nicht gesehen. Verstrahltes Wasser. Das ist ja ekelhaft. Verdammt, das haben wir schon. Na los, komm, da ist die Red Rocket Raststätte schon wieder. Das leuchtende Meer nicht irgendwie so ein Anhaltspunkt direkt? Ja, Rand des leuchtenden Meers. Nicht, warum ich da jetzt angesprochen habe, aber lasst mich. So. Aber irgendwie so schön, wenn ich das Radio einschalten könnte. Das war ehrlich, da wird irgendwie, weiß nicht, so die Märsche hier durch die gesamte Welt hier viel, weil nicht angenehmer und unterhaltsamer machen. I love to steal hearts and gentle people who live in my hometown. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass die Musik in Fallout 3 mich nicht so ein bisschen auf so sehr alte Stücke hier neugierig gemacht hätte. Ich weiß nicht in meine Freizeit, aber in Fallout auf jeden Fall. Ich will leider auch nie offscreen hier oft das Radio anmachen. Ich habe am Anfang gemacht, aber ich vergesse dann immer wieder Radio Lautstärke an und auszuschalten und so. Das ist ein bisschen umständlich. So, wir sind raus aus dem stinkenden Meer. Ich meine den strahlenden Meer.
und sind jetzt wieder wo auch immer wir gerade sind, suchen weitere Orte für die letzten 10 Minuten, oder wir tun in den letzten 10 Minuten ja noch einfach random durch die Gegend gammeln, die heute in den letzten 10 Minuten einfach irgendeinen Typen im Internet zu, du weißt schon, Unterhaltung wird. Und langsam wird es auch so ein bisschen eintönig hier. Vor allem die Orte, die wir in letzter Zeit gefunden haben, sind jetzt nicht so Orte, in denen irgendwie was passiert ist. Eine war hier mal mit einer Quest verbunden, hier die mit den Ghoulen. Aber sonst passiert eigentlich auch nichts. Keine Quests oder so. Treffen keine Leute. Und schon eigentlich nur so vollkommen leere Orte nur erkunden, wo nicht wirklich was passiert. Ja, vielleicht beim nächsten Ort. Weiß man ja nicht. Vielleicht tue ich ja in den nächsten 2 Minuten ja den nächsten Ort irgendwie finden. Guck mal, wie lange wir schon wieder gelaufen sind hier. Hier nochmal hier so in die Innenstadt ein bisschen. Vielleicht gibt es ja wieder so, was ist denn hier los? Also ein Ort, den ich wieder übersehen habe. Ist ja riesig da drin, ey. Der ist riesig. Kann schon mal sein, dass wir vielleicht einen Ort so übersehen haben und nicht erkundet haben, aber so wie es aussieht, bis jetzt noch nicht. Ha. Haben wir schon. Was war das? Habt ihr das gehört? Oh, nee. Ernsthaft, was war das? Hey, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich laufe nur gegen auf einmal so. Hi. Ey, ich bin doch ja Fallout und nicht 4. Alter. Auf jeden Fall. Wenn noch dann irgendwie so, weiß ich nicht, Alma hier um die Ecke kommt und mich anstarrt. Dann höre ich auch mit dem Spiel. Ja, dann ist für mich vorbei. Ist gerade aufgefallen, ich werde nie im Leben 4 Let's Playen. Obwohl, wenn man einmal ein Horrorspiel gespielt hat, ist es nicht mehr so gruselig. Finde ich jetzt. Ja, bin ich voll der Schisser bei Horrorspielen. Man weiß, wann so Schreckmomente kommen. Obwohl, ich glaube, bei 4.3 war das ja irgendwie so, dass die random waren. Auf 4.3 ist nicht ein gutes Spiel. Ist mehr, weiß ich nicht, auf Ego-Shooter hier ausgelegt, anstatt auf Horror. Weil ich war, hat nicht gefallen, so das Spiel. Aber wir finden ja keinen neuen Ort mehr. Ich muss mal echt die letzten 15 Minuten ja ohne irgendeinen Ort hier auskommen. Hey. Das klang schon fast freundlich. Alter, mal wie weit wir hier gelaufen sind. Gehen mal da hin, wo uns hin teleportieren. Ich glaube nicht mehr in der Stadt. Ich werde offscreen vor der nächsten Folge hier so ein paar Orte erkunden. Also nicht erkunden, aber finden. Die wir dann on screen erkunden können. Erstmal werde ich mal gucken, wo die ganzen restlichen Magazine sind. Meistens notiere ich mir dann, ob ich einige erreichen kann oder nicht. Weil die an Orten sind, die ich noch nicht erkundet habe oder so. Oh, aber da ist auch ein bisschen leer. Gehen wir da ein. Das ist ein Funkturm. Habe ich den schon? Ja. Boah. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, ne? Aber willst du machen? Hallo? Eine Sekunde. Ihr seid hier von Automatron. Stimmt, das gibt es ja auch noch.
Ja, ich will rennen. Warum kann ich nicht rennen? Und die Bruderschaft. Jetzt sind wir alle gerettet. Warum kann ich nicht rennen? Ich kann echt nicht rennen. Was soll das? Alter, was soll das? Hör auf, ich will rennen. Danke. Merkwürdig. Muss da irgendwie unten rechts eine Pille oder so angezeigt werden, wenn ich eine Krankheit hätte. So, aber was da? Da ist. Nee, da ist nichts. Ja, da, Medtech. Also, was gehen wir da hin? Einfach nur um den Ort wieder erkunden zu können. Also gehen wir nicht rein, aber erkunden wir den einfach mal. Ja, schon öfter irgendwie passiert, dass der Ort hier erkundet und dann, also ich habe den erkundet und dann wurde der wieder als nicht erkundet angezeigt. Das ist schon oft passiert. Also auch bevor ich die DLCs und so untergeladen habe, weil das kann ja sich, weiß ich nicht, kann durch den Patch oder durch den DLC irgendwie passiert sein, dass sich das. Seid ihr gut? Mann, der Overboss persönlich. Hab gehört, das hier wäre die beste. So. Hast dich weggeschlichen. Keine Sorge. Ja, einfach mal ein. Vielleicht bekomme ich ja irgendwie eine Meldung. So, ja, du hast jeden Ort im Ödland erkundet. Du bist eine Schwuchtel. Was? Ich glaube, ich tue mir echt mal eine Liste von Orten, obwohl das geht ja irgendwie nicht. Da ist noch was. Da ist ein Häuschen. Wir haben ein Häuschen gefunden, da gehen wir hin noch. Und Funkturm ist auch noch da in der Nähe. Ja, wir haben Orte, die wir erkunden können. Und der Funkturm, der wird in einer Minute irgendwie erledigt sein. Ja, das ist schon wieder abgeschossen. Gehen wir noch zum Funkturm und zum Häuschen. Boah. Entschuldigung. Jetzt kann ich wieder einen Satelliten nach oben schießen. Boah. Oh, hi. Ich bin aus dem Weg. Ich habe keine Zeit mehr. Morgen gehen wir aus dem Weg, ehrlich. Boah, leck mich an. Uff. Oh. Ihr macht das dann extra, ne? Damit ich irgendwie Zeit verliere. So. Mach das Ding an. Niemand weiß, was es bedeutet und was es macht. Aber wir machen es. Dann gehen wir noch zu diesem Häuschen hin. Was hoffentlich nur ein Häuschen ist. Und nicht eine riesige Dungeon. Ach, da ist das Dingens. Oh Gott. Das habe ich nicht wiedergefunden, als ich. Boah. Die Galeria. Waren da Hefte und Wackelpuppen? Ich weiß es nicht. Die habe ich, als ich das Spiel nochmal neu aufgenommen habe, nicht mehr wiedergefunden. Und jetzt haben wir es auch wiedergefunden. Das heißt, wir können nochmal zu diesem kranken Ort hingehen. Im nächsten Part. Also warte, ich gehe mal erkunden, damit ich ihn noch nicht wieder vergesse. Dieser Ort, der ihr von Robotern geleitet wird, sagen wir mal. General Atomics Galeria. Gut. Haben wir eigentlich auch abgeschlossen. Vielleicht mache ich da offscreen, keine Ahnung. Okay, ich werde dann offscreen hier durch die Gegend noch mal cruisen. Vielleicht tue ich mir langsam mal irgendwie eine Karte oder so raussuchen. Und dann meine. Und dann hier irgendwie Screenshots machen. Und hier jeden Ort irgendwie mit X markieren, damit ich weiß, dass sich da noch was befindet. Ich glaube, das werde ich so machen. Der Blöde ist, das funktioniert nicht so gut wie hier. Weil, wie soll ich hier mit schönen Übersicht weiten? Was habe ich denn da noch für eine Mission? Ja, boah. Ihr schafft das schon, ihr seid alle groß und stark. Oh, hi. Hier ist noch was. Wow. Super gemacht. Gut, dann würde ich sagen, Majorlock.
haben wir uns diesen Meyerlock hier kaputt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ja ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, um meinen Kanal, bei dem Projekt am Laufen zu bleiben und den Kanal zu unterstützen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Arrivederci.